Guten Tag, meine liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch? Ich vermisse euch sehr. Ich bin Frau Sarah und das ist die 10. Stunde. 4 Grundstufe, Lektion 5, unter dem Titel Mein Zimmer. Wir beginnen jetzt unser Kurzbuch, Seite 44. Gracias, Schwester. Laura studiert und wohnt jetzt in Berlin. Grazia hat jetzt Loras Zimmer und zeigt es ihren Freunden. Das ist Grazia und das sind ihre Freunde Anna, Penno und Fabian. Dieses Zimmer ist Loras Zimmer, die Schwester von Grazia. Dieses Zimmer ist Loras Zimmer und Laura ist nicht da. Sie studiert und wohnt jetzt in Berlin. Und Grazia zeigt diese Zimmer für die Kinder. Der Schrank ist von Laura, das Bett ist von Laura, der Teppich ist von Laura und der Stuhl ist von Laura, der Sessel ist von Laura. Hoch dazu bitte und konzentriert. Lektion 5. Mein Zimmer. Grazias Schwester Laura studiert und wohnt jetzt in Berlin. Grazia hat jetzt Lauras Zimmer und zeigt es ihren Freunden. Wow, dein Zimmer ist groß und hell. Ja, hier vorne im Fenster ist mein Schreibtisch. Der Stuhl da ist leider nicht modern. Aber dein Bett ist toll. Und dein Sessel ist bequem. Oh ja, und hinten ist mein Schrank. Hier kann man Verstecken spielen. Und hier die Konversation ist endet. Das ist Anna und sie sagt, dein Zimmer ist groß und hell. Groß, big und hell breit. Ja, hier vorne am Fenster, hier vorne am Fenster. Das ist das Fenster und hier vorne ist mein Schreibtisch. Das ist Schreibtisch. Das ist Schreibtisch und die Lampe hier. Und der Stuhl da, das ist der Stuhl, ist leider nicht modern, ist altmodisch. Aber dein Bett ist toll. Hier Benno und hier das Bett. Und Benno sagt, das Bett ist sehr toll. Great. Und hier Fabienne sagt, dein Sessel ist bequem. Comfortable. Dein Sessel, das ist der Sessel. Und hier Grazia sagt, sie ist hier im Schrank. Und sie sagt, hinten in meinem Schrank. Hier kann man Verstecken spielen. Sie können miteinander Verstecken hier spielen. Und das ist Seite 45 im Kurzbuch. Für ihr neues Zimmer braucht Grazia eine Lampe. Und sie geht mit Laura in ein großes Möbelhaus. Tische, Sofas, Regale, alles ist so schön. Hier, Laura und Grazia möchten etwas kaufen. Sie möchten eine Lampe kaufen. Denn Laura möchte moderne Dinge oder moderne Möbel kaufen. Und sie gehen ins Möbelhaus. Da gibt es viele Sachen, sie können auswählen. Hier, Grazia sagt, wir suchen eine Lampe. Konzentriert bitte und hocht bitte zuerst zu. Für ihr neues Zimmer braucht Grazia eine Lampe. Sie geht mit Laura in ein großes Möbelhaus. Tische, Sofas, Regale, alles ist so schön. Laura, guck mal, das Regal da hinten ist sehr modern. Und das Sofa, schöne Farben. Grazia, wir suchen eine Lampe. Schau mal, die Lampe hier links.
Nö, die Lampe ist altmodisch. Aber die Lampe hier rechts ist cool. Und hier die Konversation ist endet. Hier Grazia sagt, Laura, guck mal, das Regal. Das ist das Regal. Hinten ist sehr modern. Modern. Und Grazia sagt, wir suchen eine Lampe. Wir möchten nicht ein Regal, wir möchten eine Lampe. Und hier das Sofa, schöne Farben. Grazia findet schöne Farben hier. Gelb, blau, lila und rot. Aber Laura möchte eine Lampe, nur eine Lampe. Und hier, schau mal die Lampe, hier links. Laura möchte diese Lampe kaufen, aber Grazia möchte andere Lampe kaufen. Nö, die Lampe ist altmodisch. Aber die Lampe hier rechts ist cool. Altmodisch, old, old, cool. Ähnlich neu. Und hier sind ein Lied, Möbelrap. Hört bitte zu, dieses Lied, es ist sehr schön. Möbelrap. Hör zu und klatsch mit. Sprich nach. Der Tisch, die Lampe und der Teppich, das Sofa, das Regal und das Bett, der Schrank, der Sessel und das Fenster, der Stuhl, die Vase, violett. Mein Zimmer ist schön, mein Zimmer ist klasse, mein Zimmer ist schön, mein Zimmer ist klasse, mein Zimmer ist schön, mein Zimmer ist klasse, mein Zimmer ist schön, mein Zimmer ist klasse. Und hier, das ist genug. Hier sind die Adjektive. Und wir fragen nach Adjektive mit Fragewort wie. Wir haben das schon gesagt bevor. Wir haben also die Adverben genommen und wir fragen nach Adverben mit wo. Aber Adjektive mit wie. Zum Beispiel groß, ähnlich big, hell, ähnlich breit, modern, cool, ähnlich die englische Sprache, toll, great, bequem, comfortable, altmodisch, old, klein, small, schön, beautiful, gut, gut und schlecht, bad. Groß, erinnert bitte diese Buchstabe, SZ, aber wir sagen Double S, groß, hell, I wird E, hell, modern, cool, toll, bequem, Ukwa, bequem, alt, modisch, klein, schön, O umlaut, Ö, schön, gut, schlecht. Das ist die Seite 29 im Booklet. Und hier sind die Beispiele. Wie ist dein Zimmer? Mein Zimmer ist hell. Die Name oder die Nomen, dann das Verb, dann Adjektiv. Wie ist das Regal? Es ist modern. Wie ist die Lampe? Sie ist altmodisch. Wir fragen wie und die Antwort wird Adjektiv nach das Verb, nach dem Verb. Und hier die Stunde kommt zu Ende. Konzentriert bitte, folgt meinen Videos. Danke und auf Wiedersehen.